Guten Tag, liebe Zuschauer der Zeitzer Lupe. Wie versprochen führe ich die Sendung der Buchvorstellungen weiter. Ebenso läuft mein Test ungehindert weiter. Vielleicht ist jetzt auch kein Test mehr zu bezeichnen. Es läuft weiter in 4K und ProRes. Ich habe diesmal nur noch eine etwas höhere Qualität eingestellt und taste mich so heran an die Möglichkeiten, ob es was bringt. Werde ich sehen, es kostet nur sehr viel Speicherplatz. Für 2 Stunden Film haben wir ungefähr 512 GB, was wir hier an Datenmenge aufnehmen. Beim letzten Mal hatte ich ja geendet und hatte ein bisschen was von der österreichischen Schule erzählt gehabt. Aber das Wichtige ist, wenn ich von Wirtschaft spreche, dürfen wir das andere Menschliche nie vergessen. Und zwar habe ich bei mir in der Bibliothek auch mit drin Hannah Arendt und die Liebe zur Welt. Hannah Arendt ist eine herausragende Persönlichkeit. Und von ihr gibt es diesen berühmten Satz, die Banalität des Bösen. Dies entstand, dieser Satz, als sie damals berichtete vom Eichmann-Prozess in Israel. Ich habe nicht ohne Grund eine Playlist in unserem YouTube-Channel drin, immer von den Eichmann-Prozessen. Wenn Sie die Zeit finden, sehen Sie es ruhig mal an. Das sind Dinge, die dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Auch der Prozess ist also ungeschnitten aufgezeichnet worden. Dafür danke ich denjenigen, die es der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Man kann daraus viel erkennen und jetzt eine eigene Interpretation. Eichmann glaubte sich bis zum Schluss als Unschuldiger behandelt zu werden. Die Banalität des Bösen ist wirklich erschreckend. Und ich glaube, es gibt immer noch ausreichend viele Eichmänner. Und da müssen wir als Gesellschaft sehr darauf achten, dass diese Eichmänner nicht wieder über Tod und Leben entscheiden dürfen. Also Hannah Arendt, ein sehr wichtiges Buch, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Mehr würde ich jetzt dazu nicht sagen. Man findet auch ausreichend, wenn ihr ein bisschen googelt, ist heute tolle Sache, findet man ausreichend was drüber. Erstmal wichtig zum Weltbild. Dazu passend hatte ich mir dann damals das Buch auch mal gekauft von Gerechtigkeit. Kleinen Moment, was hier steht. Von Michael Sandel. Michael Sandel ist ein Philosophieprofessor in den USA. Ich bin auf dieses Buch gestoßen, nachdem ich seine Vorlesungen, die alle im YouTube drin sind, das ist eine ganze Vorlesungsreihe gewesen zu der Geschichte, er führt uns heran an die Philosophie, an Utilitarismus, in auch sehr praktischer Form. Zum Beispiel darf man den dicken Mann vors Auto werfen, um Kinder zu retten, zum Beispiel. Es sind schöne, drastische Beispiele, schön, vielleicht ein anderes, falscher Ausdruck dazu. Aber er führt viele Sachen vor Augen und führt mal ein in diese Ethik für Entscheidungen. Es ist wirklich zu empfehlen, auch sich mit so einem Buch zu befassen, zu meiner eigenen Sache. Er zählt ein bisschen zu der linken Seite. Ich gehöre ein bisschen zum Konservativen, ein bisschen. Eher bin ich ja liberal, in Anführungszeichen konservativ. Konservativ heißt für mich immer ein bisschen erhalten, es bewahren, erhalten auch von Dingen, die sich als gut bewiesen haben. Never change a running system, wie wir es im Computersachen immer haben. Aber es liegt immer die Wahrheit in der Mitte. Also dieses Buch von Michael Sandel, Gerechtigkeit, ist angenehm zu lesen und empfehle ich Ihnen wärmstens. Zu diesen Dingen der Gesellschaft, Zusammenlebens, passt vielleicht aus Buch Die Macht der Ehrlichen, eine Provokation von Bernhard Büb. Bernhard Büb wird vielen auch bekannt sein. Bernhard Büb war der Schulleiter des bekannten Salems-Internats und er hat viel mit jungen Menschen zu tun gehabt und ist eine feine Sache. Wenn ich so aufschlage, sehe ich gerade ein Wort, das hatte ich mir damals mal gekennzeichnet. Es gibt keine Ethik, die den Wert der Wahrhaftigkeit so absolut gesehen hat, wie die abendländische, die wir mit Sokrates und Jesus Christus verbinden. Sokrates hat die Wahrheit seines Lebens durch seinen Tod beglaubigt. Seine Haltung klingt noch in Lessings Wort nach, dass nicht der Besitz der Wahrheit, sondern die Bemühung um die Wahrheit den Wert des Menschen ausmache. Sokrates hat am Anfang unserer Geschichte einen Maßstab gesetzt. Wahrhaftigkeit begründet unsere Menschlichkeit. Wahrhaftigkeit hieß für ihn tatkräftiges Eintreten für das, was er für richtig hielt. Die Ethik der abendländischen Tradition ist in einer Erzählung zusammengefasst, dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Alles, was Europa groß gemacht hat, hat es der Gültigkeit der Werte der Wahrhaftigkeit, der Nächstenliebe, der Freiheit und der
Gleichheit zu verdanken. Die Wissenschaft, die Aufklärung, die Menschenrechte und den Rechtsstaat. Nur ein Satz aus diesem Buch. Es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Gerade wir hören es in der Presse, wird oft wieder gesprochen von unseren Werten. Was sind unsere Werte? Flüchtlinge, die zu uns kommen, gehen unsere Werte verloren. Für was für Werte stehen wir ein? Also sowas gehört auch ein bisschen dazu. Ist eine angenehm zu lesende Literatur, auch nicht zu schwer zu lesen. Es braucht man keine akademische Ausbildung, aber es erweitert ein bisschen die Sichtweise. Nach dem Ausflug in die Gesellschaftswissenschaften komme ich wieder zurück auf die wirtschaftlichen Dinge. Da Wirtschaft mich doch zurzeit sehr, sehr, sagen wir mal, interessiert, gerade seit der Euro-Geschichte und es uns bewusst wurde, was hier mit dem Geld irgendwas nicht stimmt. Und mir war früher auch nicht bewusst, wo kommt eigentlich Geld her. Also fing ich an, mich einzulesen mit verschiedenen Büchern. Und sicherlich fällt man am Anfang auch rein, manchmal, weil Titel so reißerisch sind. Aber ich betrachte es nicht als reinfallen, sondern es muss den Titel aber was aussagen, um was es ein bisschen geht. Es muss auch reizen. Und ich muss eins sagen, ich gönne auch jedem Verfasser eines Buches, er soll ja auch Bücher verkaufen, sonst würde er es ja nicht tun. Und da gehört er dazu, ein bisschen Titel zu haben, dass man ein bisschen mal Interesse hat hinzugreifen. Reine, trockene Literatur, wissenschaftlich, gut und schön, für Studium in Ordnung, aber nicht jetzt für die breite Masse. Es muss ja auch herausgetragen werden, es geht ja um uns selber. Also, Hans-Werner Sinn, Casino-Kapitalismus, wie es zur Finanzkrise kam und was jetzt zu tun ist. Vor allem muss man einem Herrn Sinn immer eins zugestehen, er gibt auch immer Lösungsvorschläge. Er ist nicht nur einer, der nur beschreibt, sondern er schaut auch in die Zukunft, aus seinem großen Erfahrungsschatz. Ein ganz toller Mann, Herr Sinn. Herr Sinn hat jetzt zum Jahresende aufgehört, seine Tätigkeit. Er war im IFO-Institut ja in München beschäftigt. Aber Sie finden noch eines immer wieder, es gibt sehr herrliche YouTube-Filme von ihm, von seinem IFO-Institut, lohnt sich anzusehen. Also wenn ich nur lesen mag, kann auch seine herrlichen Vorträge sich anhören. Ist einfach wirklich eine Bereicherung. Also Casino-Kapitalismus von Herrn Sinn. Dann gab es ein weiteres Buch, wo er eigentlich als erster darauf hingewiesen hat, die Target-Falle, Gefahren für unser Geld und unsere Kinder. Was sind die Target-Salden letztlich? Hier geht es um unseren Geldverkehr innerhalb Europas, was am Schluss immer ausgeglichen werden soll. Und er entdeckt, dass hier plötzlich auch noch eine Riesensumme noch im Raum stehen. Wenn der Euro verfallen würde, zerfallen würde der Euro-Raum, bleiben wir hier drauf auch sitzen. Unsere Forderungen der deutschen Sparer letztlich sind sehr vakant, um es mal so einfach auszudrücken. Zu dieser Art Bücher passt auch das Buch vom Herrn Hans-Olaf Henkel, Der Kampf um die Mitte, mein Bekenntnis zum Bürgertum. Herr Henkel wird vielen bekannt sein, eigentlich ein Mitbegründer der AfD, die ihm nur dann jetzt zu weit nach rechts rutschte und er hat die AfD verlassen und versucht mit einer neuen Partei, mit einigen Freunden, die nennt sich Alpha, wieder Fuß zu fassen in der Politik. Das Buch ist aber sehr gut beschrieben und eins muss man immer dazu sagen, Bücher von so Praktikern sind angenehm zu lesen, sie fühlen einen an Dinge heran und er gibt seine Sichtweise weiter und ist ein erfahrener, lebenserfahrener Mensch, der nun mal aus der Praxis kommt. Dieses Buch Geldherrschaft von Herrn Professor Hankel und Herrn Robert Isaak, geht es um, ist unser Wohlstand noch zu retten? Weltwirtschaft ohne Weltwährung, was wird aus Dollar, Euro und so weiter? Herr Professor Hankel war der Professor, der mich durch seine Filme, die in YouTube veröffentlicht waren und die man auch dann erwerben konnte, eine DVD, die ich mir auch gekauft hatte, eigentlich herangeführt hat an das Thema Geld, was mir vorher nicht bewusst war. Ich bin eigentlich ein Fan von ihm. Leider hat er uns verlassen, aufgrund seines Alters. Aber er hat was hinterlassen, vor allem Wissen. Es gibt noch Literatur von ihm. Er hat eine klare Aussage getroffen, klare Bekenntnis. Und es ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Er darf also in keiner Bibliothek fehlen, wenn man sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen möchte. Dann ein Titel, Die Unersättlichen. Dann ein Titel, der ein bisschen passt, ein bisschen aufheizt, das gehört auch ein bisschen dazu, soll ein bisschen Temperament auch bei der Angelegenheit sein, nicht immer nur so trockene Geschichten. Greg Smith, Die Unersättlichen, ein Goldman Sachs Banker, rechnet ab. Das ging recht durch die allgemeine Zeitungslandschaft, auch dieser Titel. Greg Smith war letztlich selbst beschäftigt in der Finanzbranche, stieg dann aus
und packte auch aus danach. Vor allem ist es ein sehr interessantes Buch für mich, weil es zeigt doch eigentlich, dass auch selbst die sogenannten Finanzjongleure, die man heute viel vorwirft, man ihnen nicht unbedingt Schuld vorwerfen kann. Weil ich glaube, auch sie haben es nicht ganz verstanden. Das Gesamtsystem brauchten sie auch nicht, weil gerade Finanzjongleure oder Angestellte in dieser Investmentgesellschaften sind immer nur für einen Teil zuständig. Da sind sie fit, da sind sie gut. Aber sie können darin auch agieren und erfolgreich agieren für ihren Teil. Deshalb hat es noch lange nichts mehr zu tun, ob sie das gesamte Ganze verstehen. Aber er hat irgendwann mal gemerkt, hier ist was faul und ist deshalb ausgestiegen. In dieser Reihe von wirtschaftlich gut lesbaren Büchern gehört auch dazu von Michael Grant, Der Staatsbankrott kommt, Hintergründe, die man kennen muss, vom Kopp Verlag. Was sage ich jetzt mal allgemein zu diesen Dingen? Gerade Kopp Verlag hat auch mal den Ruf einer Verschwörungstheorie, nennen sie es gern die Kritiker. Das Wichtigste ist, dass man alles lesen darf und eine eigene Meinung sich selber bilden kann. Kann man aber auch nur, wenn man verschiedene Aspekte von verschiedenen Seiten betrachten darf. Eins muss man aber deutlich sagen, es kann kein Verantwortlicher in der Politik oder in der Wirtschaft heute sagen, wenn irgendwas passiert, im Euro, irgendwelche Abwertungen oder grausame Strafen, die auf uns zukommen, er hat es nicht gewusst. Literatur ist sehr breit angelegt, ausreichend verfügbar. Aber jetzt von dieser einfachen Literatur mal weg, ein bisschen ins Tiefergehende. Für Sie, wer darauf Lust hat, empfehle ich Ihnen jetzt noch ein tolles Buch. Jetzt hatte ich Ihnen ja viele Bücher vorgestellt, die alle betrafen Konjunktur, Euro, Krise und wie es weitergeht. Wichtig ist an den Büchern eins, finde ich, man kann sie angenehm lesen. Auch wenn man nicht alles lesen muss, ist auch egal. Es geht darum, man wird herangeführt an das Thema Geld, was Geld bedeutet. Will ich jetzt Ihnen nicht genau erklären, weil das dauert zu lang. Ich spreng den Rahmen der Buchvorstellungen, kann ich mal an einem extra Teil gerne mal vorstellen, was Geld überhaupt bedeutet. Und es sind ja immer Theorien letztlich da und die Wahrheit wissen wir selber. Wahrheit gibt es nicht, die Wahrheit. Das ist eine Sache, die sich mal weiterentwickeln wird einfach. Aber als ganz wichtige Schule im gesamten wirtschaftlichen Bereich ist die Österreichische Schule nun einmal anzusehen. Ist leider bei uns stiefmütterlich behandelt worden in Deutschland. Ist aus dem deutschsprachigen Raum. Und zum Glück gibt es unseren Herrn Professor Huerta de Soto aus Madrid. Er hat mit sehr viel Mühe ein tolles Buch zusammengestellt, Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen. Übersetzt wurde es von Professor Philipp Bagus, einem jungen Professor, einem jungen deutschsprachigen Professor, der, glaube ich, mittlerweile in Spanien lebt. Von ihm habe ich auch noch Bücher, ein ganz toller junger Mann. So, wenn junge Menschen ins Leben treten und sowas aufbereiten, finde ich einfach klasse. Dieses Buch ist sehr aufwendig schon. Sie haben also insgesamt, hat es glaube ich 600, 700 Seiten, dieses Buch, aber es behandelt eben die ganze Geschichte von Geld, von Bankkredit und vor allem macht er eines mal im Gegensatz zu den anderen, es ist nicht nur auf wirtschaftliche Dinge bezogen, auf Modelle, sondern es geht sehr vom römischen Recht her, er hat sehr viel mit Recht zu tun und er stellt am Schluss auch Überlegungen an, wie man unser Wirtschaftssystem, was ja von dem jetzigen Geld abhängig ist, eigentlich retten kann. Beziehungsweise, das heißt retten, uns wird es immer weitergeben, egal welche Konjunktur mal kommt. Und wenn ich jetzt der Stadt Zeitz bin, sage ich immer so spaßhaft manchmal, die Stadt Zeitz hat den Sozialismus überlebt, die haben den Hitler überlebt und sie werden die Merkel auch noch überleben und die Stadt wird es weitergeben, nur wie es den einzelnen Bürgern in die jeweiligen Situationen geht. Das ist eine ganz andere Geschichte, also es wird immer weitergeben, nur es gehört dazu, sich mit so Dingen mal auseinanderzusetzen. Ich kann auch eins, falls der Wunsch käme von Ihnen als Zuschauer, da bitte ich um eine E-Mail oder eine Bemerkung, kann ich auch mal eins machen, einzelne Bücher genauer vorzustellen, ins Tiefere reinzugehen. Jetzt hatte ich mich ja zwar jetzt darauf vorbereitet, aber ich merke, es platzt sonst der Zeitrahmen komplett. Also das Buch nochmal ganz kurz, Geld, Bankkredit und Konjunkturzyklen, ein Fachbuch aus dem Bereich mit sehr viel Erkenntnis drin, die man danach hat. Da passt am besten zum Huerta auch noch dazu das Buch Sozialismus, Wirtschaftsrechnung und unternehmerische Funktionen. Das ist in der Wissenschaft auch sehr bekannt. Es stellt eigentlich die Unmöglichkeit
des Sozialismus dar, dass es eigentlich nie gut gehen kann. Gerade in der Denkweise von Hayek weiter zu sehen. Jetzt hatte ich Ihnen ja ganz schön dicke Bücher vorgestellt. Man kann es aber auch manchmal dünner und angenehm auch haben, die alles ausdrücken. Hier habe ich ein kleines Büchlein von Thorsten Polleit und Michael von Prolius. Geldreform vom schlechten Staatsgeld zum guten Marktgeld. Das ist ein kleines Büchlein. Das hat, glaube ich, wie viele Seiten hatten das? 180 Seiten von wegen, dünnes Papier. Also, so ein kleines Büchlein kann man sich auch mal zur Brust nehmen und lesen. Ich schreibe alle Titel dann nochmal auf. Hinten am Ende des Filmes tauchen die Titel auf, wie sie drauf hinkommen. Würde auch darauf reagieren, wenn Sie mir selber eine kleine E-Mail schreiben. Von Carlos A. Gebauer, warum wir alle reich sein könnten und wie unsere Politik das verhindert. Das ist auch ein sehr schönes Büchlein. Das ist auch in Taschenbuchform, ist angenehm zu lesen. Vor allem in so einer Sprache, dass es auch jeder verstehen kann. Und eigentlich geht es darum, was Herr Gebauer ja immer wieder sagt, hat er auch recht, kann ich da nachrechnen. Unser Staat nimmt uns 70%, einfach mal die Zahl hingeschmissen, 70% von dem, was wir jeder von uns erwirtschaftet, als Arbeitnehmer, wird uns weggenommen, um dann durch eine Maschinerie durchzulaufen. Und von den restlichen 30%, die uns bleiben, sollen sie dann noch eine eigene Altersversorgung sich anschaffen, noch eine Zusatzversicherung für das Krankenhaus und so weiter und so weiter. Die 70% verschwinden in einem Wust von Bürokratie. Manches gibt man wieder. Mancher glaubt dann, oh, er hat ja was davon, er kriegt einen Kindergartenplatz billiger oder es ist halt das Theaterbesuch abends gefördert. Aber stellen Sie sich mal in Ruhe vor, wenn Ihnen von 100% nur 30% bleiben und Sie hätten ab morgen wieder das Dreifache zur Verfügung, können Sie viele Dinge auch selbst bezahlen. Letztlich zeigt es nochmal genau auf, was es wie die Zahlen sind, ist leicht nachvollziehbar, ist eine angenehme Abendliteratur. Eben vorher habe ich das kleine Büchlein hier noch, Der Fluch des Papiergeldes von Thorsten Polleit. Jetzt noch ein ganz besonderer Mann, das, was einfach wichtig ist für mich, Ludwig von Mises. Hat hier ein Büchlein, Die Bürokratie. Jetzt sage ich gleich was zu Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, ein ganz heller Kopf, hat auch gelebt in der Zeit 30er Jahre, hat schon früher gelebt, aber seine Hauptschaffenszeit in 30er Jahre, auch zur österreichischen Schule gehörend. Er hat dem Liberalismus, sagen wir, wieder sein Gesicht gegeben, auch gibt auch das Buch Der Liberalismus. Sehr viele Bücher von ihm können Sie sich kostenlos runterladen als PDF-Dateien im Internet. Einfach googeln oder Ludwig Mises und Sie können viele Bücher von ihm sich als PDF runterladen. Ist ein toller Service, ist gleich vom Mises-Institut mal gemacht worden. Eine tolle Sache, ein toller Mann. Man kann es wirklich auch gut verstehen. Ludwig von Mises, eine ganz wichtige Literatur. Ich habe von Ludwig von Mises auch noch die Nationalökonomie, Theorie des Handelns und des Wirtschaftens von Ludwig von Mises. Muss aber auch sagen, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe mir es mal gekauft. Aber irgendwann habe ich auch die Zeit, das ganz zu lesen. Man liest doch manchmal Sekundarliteratur, immer, ist auch nicht schlecht. Aber wichtig ist einmal eins, Ludwig von Mises, fast alle Werke können Sie sonst nahezu kostenfrei im Internet finden als PDF-Dateien und sind wirklich angenehm zu lesen. Gerade sein Buch auch über Liberalismus ist eine ganz feine Sache und gibt einem viel, viel Erkenntnis. Und wenn man jetzt wieder Trockenliteratur hat, brauche ich mal wieder so Literatur, wo mir ein bisschen die Galle hochkocht, weil es einfach mal wichtig ist, hatte ich mir gekauft, Deutschland, Verbrecherland, mein Einsatz gegen die organisierte Kriminalität von Egbert Büllers. So ein Buch brauche ich auch mal ab und zu für meine Seele. Mal lesen, schlecht ist es nicht. Man erfährt vor allem Sachen, die in den normalen Nachrichten nicht drankommen, auch in keiner Zeitung drinstehen, weil denken Sie dran, Sie können sich selber mal googeln, diesen Ehrenkodex oder diese Verhaltensregeln der Presse, die sich selbst unterworfen hat, steht nämlich schon brav, es gibt so einen Artikel da drin, da steht so ungefähr drin, um Diskriminierung eben zu verhindern, ist jetzt nicht wörtlich, aber vom Inhalt her, um eben Diskriminierung zu verhindern, ist es nicht zulässig, in Pressemitteilungen, die Verbrechen betreffen, Betrügereien, Verbrechen als allgemeine Wort, in Zusammenhang mit der Nationalität zu benennen. Also das sind so Punkte, die man einfach nach dem eigenen Presserat sich eine Selbstzensur gegeben hat. Ich verstehe es, warum es getan wird, nur jede Zensur hat auch nicht mehr die ganz einfachen Folgen. Ich lese nochmal schnell die Rückseite Ihnen vor. 1:0 für das Verbrechen.
Menschenhändler, Russenmafia, Camorra, Ableger und Röcker-Gangs. Deutschland gerät immer fester in den Würgegriff der organisierten Kriminalität. Das Erschreckende: Bei der Jagd auf die Verbrecher sind die Ermittler häufig auf der Verliererseite. Auch weil sie an den Unzulänglichkeiten der deutschen Strafverfolgung scheitern oder von Politikern behindert werden. Der erfahrene Staatsanwalt Egbert Büllers schlägt Alarm. Wenn wir nicht aufpassen, wird Deutschland zum Brennpunkt des organisierten Verbrechens. Ein Staatsanwalt, der mit seiner Hartnäckigkeit die Politik in Schwitzen bringt. Also, ist nämlich überhaupt nicht lustig, das Thema. Und wenn Sie vielleicht mal in der Bekanntschaft mal einen Polizisten haben oder jemanden aus der Staatsanwaltschaft kennen, die werden Ihnen nichts erzählen dürfen aus konkreten Fällen, auch berechtigterweise. Aber fragen Sie mal einfach, ob da was Wahres dran ist. Und wenn Sie heute mal in Baden-Württemberg mal fragen oder in Bayern fragen oder Hamburg, Bremen, Ihnen wird es manchmal wirklich Angst und Bange. Und es ist nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern das sind Realitäten. Dann dazu passend auch Hans-Jürgen Jakobs Geist oder Geld, dieses Buch. Da geht es eigentlich um der große Ausverkauf der freien Meinung. Erschreckend, gell? Wenn die Wahrheit käuflich wird, der schleichende Verfall der freien Meinung. Sat.1 hat die Nachrichten so gut wie abgeschafft, über die Berliner Zeitung fiel eine Heuschrecke her, im Internet und im Fernsehen reagiert die schnelle Quote. Was zählt, ist der Skandal, das fatale Ergebnis. Die redaktionelle Freiheit nimmt angesichts ökonomischer Interessen Schaden. Sprich, das große Geld bedroht den Geist. Die Folgen für unsere Zivilgesellschaft sind verheerend. Bestechend, klar und radikal in der Analyse. Ein überzeugendes Plädoyer für den Erhalt journalistischer Qualität und Glaubwürdigkeit. Denn ohne Geist bleibt nur das Geld. So, das muss ich jetzt vorlesen, was draufsteht. Ich bin also nicht der Meinung, was er da hinten schreibt, dass das inhaltlich sehr wertvoll sei, aber ich war auch immer der, ich lese auch gern andere Dinge, weil sie wäre immer einsreißerisch, du willst ein Buch verkaufen, akzeptiere ich ja immer generell mal, als Liberaler sowieso akzeptiere ich auch menschliche Eigenschaften, die man sonst als unmoralisch bezeichnet, ist nicht unmoralisch, Geld zu verdienen ist eine ganz moralische Angelegenheit, warum eigentlich nicht, man will was bekommen für das, dass man was tut, ist doch in Ordnung. Weil sie es immer zu leicht haben, man schiebt es immer gern aufs Geld und dann kriegt man gleich in die Richtung, oh, der Staat sollte es vielleicht machen. Na, also Zensur vom Staat ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was uns passieren kann. Dieses Büchlein ist mir auch ganz wichtig. Es ist ein schönes kleines Handlexikon und zwar von Professor Gerd Habermann, Freiheit oder Knechtschaft, ein Handlexikon für liberale Streiter. Also in kurzen Sachen ist immer was erklärt. Das heißt Begriffe, zum Beispiel Menschenwürde ist erklärt, Menschenrechte, Mieterschutz, ich gehe mal schnell woanders hin. Oh, die FDP, die will ich jetzt nicht vorlesen. Feminismus, also immer irgendein Begriff und dazu ist eine gewisse Erklärung einfach da, mit einer weiterführenden Literatur, wenn man sich damit befassen möchte. Ich nehme mal irgendwas mal raus. Direkt Demokratie. Referenden, Volksinitiativen, Volksentscheide sind wichtige Mittel gegen eine Verselbstständigung der politischen Klasse, auch auf europäischer Ebene, wie die heilsame Ablehnung des europäischen Verfassungsentwurfs durch zwei wichtige Völker der Europäischen Union zeigte, in Klammern Niederlande und Frankreich. Empirische Untersuchungen ergeben, dass bei direktdemokratischen Einrichtungen Staatsverschuldung und Staatsquote nicht in dem Maße steigen wie in den Ländern, in denen die Kontrolle von unten fehlt. Ich breche jetzt hier mal ab, weil es wird zu lange. Und hier gibt es unten noch Lesetipps. Lesetipp Hans Herbert von Arnim, Demokratie ohne Volk, München 1993. Oder Adolf Gasser, die Geschichte der Volksfreiheit und Demokratie. Also, dieses Buch ist eine ganz feine Sache. Egal wie ein kleines Lexika, wenn ein Begriff interessiert, guckt man sich einfach mal rein. Oder Soziallehre christlich, sozialliberal, Sozialkapital, John Locke, Links, Lohnfortzahlung. Also ganz viele Begriffe sind hier gut erklärt, gut erläutert, letztlich mit weiterführenden Hinweisen. Eigentlich ein schönes Nachschlagewerk. Ich wiederhole nochmal, Gerd Habermann, Freiheit oder Knechtschaft, ein Handlexikon für liberale Streiter. Ich danke Ihnen, dass Sie mir bis jetzt gefolgt sind. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal, dann mache ich wieder weiter.